Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2. Wir können nicht hier lang, darum werden wir jetzt hier weitergehen. Es ist nur verdammt dunkel. Können wir da runtertauchen? Hui. Oh, hier gibt es tatsächlich einen Weg. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Man merkt gar nicht richtig, dass man schwimmt. Man denkt, man geht hier einfach ganz normal lang. Oh, scheiße, ja. Ich bin so intelligent. Scheiße. Ja, Leute, das kommt dann dabei raus, wenn man das Spiel jetzt irgendwie schon wieder eine Woche nicht gespielt hat oder so. Nee, so lange ist es noch nicht her, aber ein paar Tage. Das ist nämlich der Weg, von dem wir ursprünglich gekommen sind. Lalala. Also gehen wir mal schnell wieder zurück. So. Ah, zack. Genau. Das heißt, wir springen jetzt hier rüber. Uah, machen mal ein bisschen Licht an. Ich höre da doch schon wieder mystische Geräusche. Ich hoffe, das sind keine Mannschnitter. Oh, oh. Scheiße, falsche Waffe. Vor allem haben wir ja jetzt noch die hier zum Beispiel. Auch damit können wir nicht ranzoomen. Ja, aber die hat ein bisschen mehr Kraft. Ja, natürlich. Das musste jetzt ja wieder sein. Okay, ich sollte mich mal an die Tasten hier gewöhnen. Warte mal, wie kann ich... Ah, so. Ja, da war tatsächlich ein bisschen Energie drin. Und Granate haben wir noch, genau. Eine einzige, oder? Huch, nein! Oh. Yes. Ups, ich dachte schon, er setzt sie ein, aber ja, es ist wirklich eine. Nee, dann bleiben wir jetzt hier erstmal bei dieser Waffe. Ach, komm schon. Nun versperren wir doch bitte nicht den Weg. So. Da lag anscheinend noch Muni rum. Hilfe! Ach! Das ist doch die Seite, wo wir vorhin waren. Oh, das ist super. Boah. Das ist gar nicht so einfach, die zu treffen. Da muss man wirklich gut zielen können. Ha, da war noch was. Sehr schön. So. Aber hier waren wir doch schon, mehr oder weniger. Müssen wir vielleicht hier rüber, aber da hinten ist ja Dampf. Das tötet uns. Gucken wir mal. Lalala, lalala, lalala. Hui. Boah. Ich wollte gerade sagen, das ging ja nochmal gut, aber... Ernsthaft. Scheiße. Wir wurden verletzt. Ach, sehr gut. Okay, mit Dampf ist nicht zu spaßen. Oh, ja klar. Nein, hör doch auf. Oh, ein Lambda-Zeichen. Da will ich hin. Yippie. Los, gib mir meine Errungenschaft. Ich habe sie verdient. Boah, es ist so eklig. Ja, lad weiter. Kann ich mich daran aufladen? Nee. Okay, aber unsere Gesundheit ist jetzt wieder ein bisschen besser. Und wir haben schon 5 Lambda-Zeichen entdeckt. Ich hoffe, wir werden sie alle finden. Ist hier sonst noch irgendwas Schönes? Ist das schon der richtige Weg? Ich glaube ja. Und ich höre doch da die ganze Zeit irgendein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich rein will. Och, nee, oder? Ich glaube, da war jemand. Okay, egal. Ich lade doch mal meine Taschenlampe auf. Achso, ja. Das ging ja nur mit Ducken. Und dann stürzen wir uns mal hier ins Wasser. Und hoffen, dass hier nichts Schlimmes auf uns wartet. Kann ich eigentlich auch schneller schwimmen? Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Sehr gut. Und hier kann man auch zum Glück raus. Uah, Hilfe. Na, wenn da nicht mal wieder Gegner auf uns waren. Da hinten steht doch einer, oder? Habt ihr es doch geahnt. Uah. Scheiße.
Oh, das wollte ich gar nicht. Ach, mit der Tastatur kann man auch hin und her wechseln. Cool. Wieder was rausgefunden. Ich will da nicht lang. Wirklich nicht. Was ist, wenn die noch mehr Fässer werfen? Hilfe. Okay, hier ist ein Geheimweg. Oh, Energie. Sehr gut. Wow. Ohne Scheiß. Ich habe mich voll hart erschrocken. Hallo? Habt ihr nicht? Och nö. Ernsthaft jetzt? Komm, da erstmal Mannschnitte von hinten an und zerschneiden mir den Rücken. Ich glaube, es hackt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt haben wir ihn. Aber, ja, das war's dann mit der Munition. Und hier sind bestimmt noch mehr Mannschnitter. So. Puh. Ist das Muni? Anscheinend schon. Nee, ich möchte gerne... So. Weil bestimmt ist hier noch irgendwas. Okay, anscheinend doch nicht. Gut. Dann scheint das hier schon der richtige Weg zu sein. Aber das war echt unfair gerade mit den Mannschnittern. War hier nicht noch ein bisschen Energie? Nee. Schade. Da kommt doch der nächste schon. Na komm, komm her. Ha! Bam. Aber er lebt noch. Da muss sie echt sehr gut treffen. Ich hab's mir fast gedacht, dass hier noch mehr kommen. Boah, Leute, das war unfair. Nicht alle auf einmal, bitte. So. Und wieder einmal ist die Taschenlampe zur Neige gegangen. Schade. So. Hallo. Na komm, komm rüber. Oh. Armer kleiner Mannschnitter. Pah. Und hier können wir durch. Ich habe echt ein bisschen Angst. Bringt das was hier oben zu sein? Nö, oder? Ja. Das Einzige, was es bringt, ist, dass wir mal eben kurz uns entspannen können und die Taschenlampe aufladen. So. Und weiter geht's. Hier ist noch was Schönes. Ah, perfekt. Boah, es ist echt verdammt dunkel hier. Muss man ja mal sagen. Da geht's, glaube ich, weiter. Genau, von da kamen wir. Oh ja, jetzt muss natürlich das Licht ausgehen, oder wie? Ah, damit auch nicht. Hui. Headcrab, Mannschnitter, na, na, wer will, wer hat noch nicht? Oh Gott, auch das noch. Hehe. Ich höre da was. Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh. Ein paar Fässer. Ein paar Mannschnitter und da leuchtet was. Kommt her. Ha. Mann, sind die aggressiv, ey. Die sind ja schlimmer als Mücken. Nee, das war nichts. Na komm. Ja, man muss sie wirklich ziemlich genau treffen. Und dann wird das auch was. Und auf jeden Fall ganz schön lästig, diese kleinen Biester. So. Das müsste es jetzt aber gewesen sein. Obwohl, nee, ich höre noch einen. Da ist noch einer. Komm her. Na komm. Trau dich. Oh. Das war so gar nicht geplant, aber okay. Ja, ist ja gut. Ja, beruhigt euch doch! Naja, ich war hier halbwegs sicher. Hui. Das kam überraschend. Okay. Aber die hier explodieren, glaube ich, nicht mehr. Uiuiui. Da geht es ja schon wieder richtig zur Sache. Okay. Können wir da auch noch weiter runter?
Weil ich denke mal, dass wir hoch müssen. Und deswegen würde ich mich gerne hier unten noch ein bisschen umgucken. Oder müssen wir da weiter? Man weiß es nicht. Das werden wir wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Das geht nicht kaputt, oder? Nee, nicht so wirklich. Ah, okay, da kommen wir eh nicht rein. Das bringt hier leider nichts. Boah, das sah gerade so aus, als wenn wir nicht mehr hochkommen. Gut. Boah, ich soll wirklich da drauf? Das schaffe ich niemals. Sag ich doch. ja. Scheiße. Und voll daneben. Aber ich glaube, wir haben keinen Schaden bekommen. Gut. Machen wir es mal anders. Speichern. Nein. Boah, wie habe ich das gerade geschafft? Scheiße. Wir waren drauf, aber da liegt noch was. Also war das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dass wir doch nochmal runtergefallen sind. Aber so weit wollte ich jetzt nicht unbedingt runterfallen. Nein. Hilfe, es ist einfach so dunkel hier. Okay. Und springen. Doch nicht dahin. Oh, ist das schwierig. Aua. Das finde ich nicht gut. Ach, Mano. Moment, gerade habe ich es doch auch geschafft. So. Ich stehe drauf. Ich bewege mich jetzt keinen einzigen Millimeter und speichere erstmal. Okay, alles klar. Da geht's lang und da geht's, glaube ich, eher nicht so lang. Naja, obwohl. Nee, ich glaube eher nicht. Hier müssen wir lang. Oh, hier können wir auch noch hoch, glaube ich. Vielleicht? Nee, doch nicht. Schade. Hallo? Oh. So. Das Fässchen hier explodiert wieder. Da müssen wir aufpassen. Ich nehme das mal und werfe es hier vorsichtig runter. Weil ich möchte mich gerne hier erstmal noch ein bisschen umgucken. Okay, hier ist nichts. Wäre da noch was gewesen? Ich glaube nicht. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal hier weiter. Können wir das ausschalten? Vielleicht mit der Pistole, aber ich möchte keine Muni verschwenden. Hilfe. Oh oh. Glück gehabt. Das wirkt hier gerade alles ein bisschen zu friedlich. Da kommen doch bestimmt gleich wieder irgendwelche Spackos an. Oh, das sieht auch nicht so gesund aus. Ich glaube, ich nehme mal lieber die Leiter. Lalala. Erstmal unten umgucken. Jetzt doch bestimmt wieder irgendein Lambda-Zeichen. So, Luft holen. Sieht so aus, als wäre hier tatsächlich nichts. Nein. Ich hasse das, wenn die Taschenlampe leer wird. Ich hätte gerne so eine Unendlichkeitstaschenlampe. Aber hier war sowieso nichts. Gut. Dann können wir ja eigentlich wieder hoch. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir jetzt hier lang. Oh, da ist eine Kiste, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Muss ich die zerstören? Oder komme ich mit der da irgendwie rüber? Nee, ich glaube... eher nicht. Ja, okay. Das bringt auch nicht wirklich viel. Hier komme ich bestimmt auch nicht durch. Nee, natürlich nicht. Na, na, da war doch irgendwas drin. Oder? Da. Energie, die wir eh nicht gebrauchen können. Aber, naja, das auch nicht. Zweimal Lebensenergie, okay, alles klar. Das hier auch? Ich hätte gern ein bisschen Anzugenergie gehabt. Na gut, dann halt nicht. So, dann müssen wir offensichtlich doch hier so über die Rohre speichern. Ich habe
aber Angst. Vielleicht war die Kiste da schon ganz sinnvoll. Bringt das was, wenn ich hier so lang springe? Autsch. Ja, es bringt etwas. Und zwar dicken, fetten Schaden. Ich sehe hier gerade aber... Hilfe. Ehrlich gesagt nicht, wo ich lang muss. Hier ging es ja nicht durch, oder? Nee. Jetzt kann ich mich wieder heilen. Aber hier ist... kein Durchgang weit und breit. Das Spiel ist manchmal gar nicht so einfach. Also den Weg da zu sehen, wo es wirklich weitergeht. Kann ich hier vielleicht so hoch? Komm schon. Komm schon. Lass mich drauf. Nee, geht nicht. Oh. Ne, von hier sind wir gekommen. Ich will darüber. Aber hier komme ich ja auch nicht wirklich hoch. Es ist schwierig, Leute, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich weiß nur, dass ich gerne dort hinten hin möchte. Aber wie, das weiß ich gerade nicht so wirklich. Da unten ist zwar dieser Tunnel, aber da kam ich auch auf der anderen Seite auch irgendwie nicht so wirklich durch. Glaube ich. Nun ja, die Folge ist jetzt auf jeden Fall erstmal vorbei. Ich werde mich ein bisschen informieren, wo es weitergeht. Weil ich sehe es gerade irgendwie wirklich nicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.